Hi und herzlich willkommen zu unserem Job-Film-Talk und unserer heutigen Review von The Lovebirds. The Lovebirds ist ein weiterer Netflix-Film, der rausgekommen ist, weil ins Kino gehen wir ja zurzeit nicht mehr. Deswegen hoffentlich auch für euch gefundene Unterhaltung. Und zwar wird da Issa Rae und Kumail Nanjiani, die spielen die Hauptrolle in diesem Film. Und die treffen sich so eine Art aus einem Hookup und daraus entsteht eine vierjährige Beziehung, die natürlich nicht so gut funktioniert, wie man es hätte vielleicht am Anfang schon absehen können. Sie sind nur noch am Streiten oder beziehungsweise haben sehr intensive Streits und wissen eigentlich gar nichts voneinander und oder beziehungsweise von den Dingen, die sie machen. Und deswegen ist es schon sehr traurig. Und man erfährt über den Film hinweg, warum sie oder beziehungsweise an welchen Stellen es hapert. Und man fragt sich, funktioniert es vielleicht doch nochmal, wenn sie sich jetzt aussprechen? Weil sie kommen nämlich in solch eine Lage, wo sie in eine Leben- oder Tod-Situation gebracht werden, denn sie haben einen Mord quasi mitverschuldet, könnte man sagen, beziehungsweise haben sie jedenfalls den Haupttäter gesehen. Und der hat sie auch gesehen. Deswegen beziehungsweise kommen sie da auseinander und sind dann natürlich auf der Flucht vor der Polizei, weil sie sind beide natürlich oder haben einen Migrationshintergrund. Issa Rae ist Afroamerikanerin und Kumail Nanjiani, weiß ich gar nicht, der ist, glaube ich, aber wahrscheinlich auch Amerikaner, aber hat natürlich einen indischen oder pakistanischen Hintergrund. Und das merkt man halt auch, wie gesagt, dass die natürlich solche Sachen ansprechen, die damit zu tun haben. Und das fand ich ganz interessant, dieser Aspekt natürlich, dass man natürlich darüber überlegen muss, weil das natürlich diverse besetzte Rollen sind, aber sie trotzdem super gut funktionieren, weil vor allen Dingen auch zwei großartige Schauspieler halt drin sind. Issa Rae, die kennt man aus Insecure, wer die Serie gesehen hat, ist auch eine sehr, sehr große Empfehlung, eine meiner Lieblingsserien. Ich freue mich jedes Mal, wenn jetzt die Woche, ich glaube immer, wann kommt es mal aus Montags, da kamen immer die Folgen raus, ich weiß gar nicht, ob die Staffel gerade vorbei ist jetzt, aber lohnt sich definitiv, die Serie anzugucken, wer es noch nicht hat. Und Kumail Nanjiani, der hat ja in mehreren großen Filmen auch schon mitgespielt, The Big Sick zum Beispiel, war unglaublich gut und dann natürlich auch in Silicon Valley, wo er auch eine Hauptrolle spielt. Und das ist schon ein großartiger Comedian, kann man nicht anders sagen. Und deswegen, die beiden zusammenzusehen, hat mich natürlich auf jeden Fall sofort gecatcht, nur allein beim Namen her. Und dann habe ich mir das Ding natürlich am Sonntagnachmittag ganz entspannt angeguckt und es hat sich wirklich gelohnt. Für mich war es super gute Unterhaltung, ist ein super cooler Date-Movie. Man könnte sich natürlich auch an Date Night, die ist 10 Jahre her, hier mit Steve Carell und Tina Fey erinnern. Und die haben da ja damals schon gut gemacht, weil sie auch diese großartige Komik hatten oder auch die Chemie miteinander. Und die haben dieses Comedic Timing perfekt genutzt und das tun Issa Rae und Kumail Nanjiani auch. Und das macht den Film auch wirklich guckbar. Ich glaube, wenn jemand anders da drin gewesen wäre, also andere Schauspieler, die nicht so lustig wären und auch nicht die Möglichkeit haben, so zusammenzukommen, dann wäre es definitiv ein schlechterer Film geworden. Und er geht auch, ich glaube, nicht mal ganz 90 Minuten, also um die 90 Minuten auf jeden Fall. Und das ist halt kurz schnell weggeguckt und danach kann man ganz entspannt irgendwas anderes weitergucken. Und der Film ist auch nicht wirklich aufregend. Man ist entertained, man ist durch die Komik auf jeden Fall entertained und natürlich auch durch das Ganze, dass es natürlich nicht so unbedingt jetzt High Concept ist und alles auf den Kopf stellt und vielleicht nicht Tenet ist, wo man dann jede Sekunde aufpassen muss. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr guter, entspannter Film für Freitagabend, Date Night oder Sonntagnachmittag auf der Couch. Alles gute Möglichkeiten und deswegen guckt euch diesen Film an, er lohnt sich wirklich. Zwei großartige SchauspielerInnen, die definitiv auch in der Zukunft die Rollen bekommen werden und auch die man auch gerne sehen möchte. Und vor allen Dingen auch, ich muss sagen, es ist ja gleich Kumail Nanjianis erste Rolle, nachdem es so, oder beziehungsweise Film, der so rauskam, der nachdem er halt so super krass buff war. Und ich finde, man sieht auch finde ich schon, dass er trainiert ist. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt schon das Endresultat ist, was auf dem einen GQ-Cover oder wo immer das war, oder Men's Health zu sehen war. Und deswegen ist das schon krass zu sehen, dieser Wandel, den er also körperlich durchgemacht hat. Und das spiegelt sich jetzt natürlich auch, ich finde, seine Haltung wieder ein bisschen. Und naja, Gott sei Dank kann man auf jeden Fall sagen, dass Netflix diesen Film aufgekauft hat, beziehungsweise, weil er sollte nämlich eigentlich in den Kinos rauskommen, aber natürlich, da Kino erstmal ein bisschen gestorben ist, müssen wir erstmal sehen, wie es da weitergeht.
Ich bin gespannt, wie ihr diesen Film fandet. Ich war auf jeden Fall sehr unterhalten. Deswegen gebe ich dem Film auch ganze 7 von 10 Punkten. Und ich bin gespannt, wie gesagt, was ihr zu diesem Film sagt. Lasst es mich wissen.